einen, den Raphael Berger in Fribourg-Gotteron dazu senden oder dazuschalten und zum anderen hier live. Und ihr bringt dankenswerterweise sehr viel Eishockey auch mit hinein. Und man sieht ja auch, wie das toll umgesetzt ist mit der LED. Darf ich sehr, sehr herzlich den Wolfgang Klein von Klein Computersystem begrüßen. Und ich darf den Daniele Kohler begrüßen von Hewlett-Packard Enterprise, die quasi dafür verantwortlich sind, mit dem Raffaele zusammen, dass ihr unbestritten die besucherfreundlichste, digital besucherfreundlichste Arena der Schweiz seid. Alles andere werdet ihr uns erläutern. Herzlich willkommen. Dankeschön. Dankeschön. Herzlich willkommen zur Session BCF Arena, die besucherfreundlichste Arena der Schweiz. Es ist so, sie ist es wirklich. Wer ist Kleincomputersystem AG? Kleincomputersystem AG ist schon seit Jahren Sponsor von diversen Hockeyclubs in der Schweiz. Seit letztem Jahr stolzer Sponsor von Fribourg-Gotteron. Wir als größter Service-Provider von Hewlett-Packard Enterprise nehmen Sie jetzt mit auf die digitale Reise und werden Ihnen erklären, wie die Herausforderungen gemeistert wurden, das Ziel, die besucherfreundlichste Arena der Schweiz zu werden, gemeistert haben. Ich begrüße Raphael Berger, CEO von Fribourg-Gotteron in Fribourg und Daniele Kohler von Hewlett-Packard Enterprise. Sie zwei haben so viel geleistet, dass das Ziel, die besucherfreundlichste Arena der Schweiz zu werden, gemeistert hatten. Raphael. Guten Morgen zusammen. Also ich danke, dass ich diese Plattform benutzen kann, um unser Stadion zu präsentieren. Für uns ist klar, oder war es klar, weil diese Zeit ist jetzt fast abgeschlossen, aber das war eine riese, wie Wolfgang gesagt hat, eine riese Herausforderung, weil so ein Projekt führt man eigentlich sehr wahrscheinlich nur einmal im Leben. Oder muss man Club ändern, wenn man das noch mehrmals erledigen will? Aber das ist klar nicht das Ziel. Und es gibt viele, viele Felder, wo man auch Fehler machen kann, wo man Sachen vergessen kann, wo man Bedürfnisse nicht berücksichtigen kann oder nicht vorsehen kann. Und ja, das war somit eine riesige Herausforderung, auch auf der finanzielle Teil, weil es ist auch so, dass die Sportclubs in der Schweiz nicht unbedingt große Reserve haben. Und wenn es um eine Investition in eine neue Arena geht, dann ja, ist nicht immer so ganz einfach und es gibt vieles, vieles zu finanzieren. In unserem Fall über 10 Millionen, wo wir als Club investiert haben im Projekt. Und ja, wir hatten die Chance, mit kompetenten Partnern zu arbeiten, vor allem auch in dieser Teil, was wir auch vorher von den anderen Leuten gehört haben, Digitalisierung, LED und so weiter. Und es war für uns wirklich eine große Chance, mit kompetenten Partnern zu arbeiten, wo auch das Ganze Übersicht haben, weil wir sind Sportspezialisten, wir sind keine Infrastruktur- oder IT-Spezialist und schlussendlich brauchen wir diese Kompetenzen. Also wenn man eine Kompetenz nicht intern hat, dann sucht man sie einfach extern. Und das haben wir in diesem Projekt so gefunden. Ja, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite her. Mein Name ist Daniele Kohler, Hewlett-Packard Enterprise und ich bin natürlich auch stolz, heute zusammen mit Raphael und Wolfgang dieses Projekt präsentieren zu dürfen. Das Intelligent Venue as a Service, wie wir sagen. Und was das alles bedeutet, das wollen wir ein bisschen näher bringen und übergebe hier gleich das Wort eigentlich wieder Wolfgang. Danke, danke. Raphael, bitte erzähle uns doch ein bisschen über die Erfolgsstory von HC Fribourg-Gotteron und wie ihr dieses Superstadion, es ist wirklich das Schönste, realisieren konnten, ohne staatliche Hilfe.
Also das ist eine, unser Verein ist ein historischer Verein im Landeseishockey in der Schweiz. Gegründet, könnt ihr das lesen, in 1937 und spielen jetzt seit über 40 Jahren in der höchsten Spielklasse. Und wie im Leben von allen Clubs, Sportclubs, ist das Leben und die Geschichte verbunden auch mit der Infrastruktur. Und wir konnten oder sind wir jetzt bei der dritten Stadion. Und es war für uns wirklich ein großer Schritt oder ist ein großer Schritt nach vorne mit diesem neuen Stadion. Wir waren in einem speziellen Projekt, wie von Wolfgang erwähnt, es ist ein Privatprojekt. Die Behörden, das heißt Kanton und Stadt, haben trotzdem mitgemacht, aber in einer Weise, dass es immer noch und weiterhin ein privates Projekt bleibt, weil wir brauchten trotzdem oder mindestens auch diese Hilfe vom Staat. Und es ist jetzt ein neuer Start im Leben vom Club. Leider, wie auch vorher schon erwähnt, in einer Krisenperiode, wo wir leider den Stadion nicht so wie erwartet betreiben können. Aber das ist halt auch ja so für alle. Und wir sind zuversichtlich, dass wir bald wieder normal betreiben können. Ja, noch ganz eine ergänzende Frage. Das ist relativ wichtig. Was hat Fribourg-Gotteron dazu bewegt, die Lösung Intelligent Venue as a Service bei Hewlett Packard Enterprise zu bestellen? Also für uns war es ganz, ganz wichtig, dass wir eine Lösung haben, wo eins finanzierbar ist, oder? Weil es geht dann auch, wie vorher erwähnt, um Finanzen, oder? Das heißt, es gibt es gibt diesen Aspekt. Und auf der zweite Aspekt geht es wirklich um eine nach Maßlösung, das heißt, wir brauchen viele, viele Dienste. Wenn man auch eine neue Arena baut, geht es um vieles. Es geht nicht um IT und viele, viele Leute von überall wollen uns Sachen verkaufen. Und schlussendlich ist das so, wir sind, wie vorher gesagt, nicht Spezialisten. Das heißt, wir brauchten diese Kompetenzen und für uns war es wirklich der Hauptpunkt. In Partnerschaft mit HPE haben wir dann einen Partner gefunden, wo für uns erstens diese Kompetenzen hat, wo die Analyse durchgeführt hat und wo uns auch wo mitgemacht hat, ich meine vom Anfang an, und wo wirklich unsere Bedürfnisse verstanden hat, weil es geht um den, man muss, wie gesagt, viele Sachen kaufen, viele neue Dienste anbieten, aber man muss auch nur was bezahlen, was wir dann auch schlussendlich benutzen. Und das ist vielleicht das Risiko, wenn man so ein Projekt führt, ist, dass viele, viele Leute, wie gesagt, wollen etwas verkaufen, aber ohne einmal zu fragen, was oder brauchst du das unbedingt, oder? Und das war wirklich die Art und Weise, wie wir gearbeitet haben, das heißt mit Business Case und was brauchen wir und was wir brauchen, dann haben wir auch und bezahlen wir auch. Ja, ganz herzlichen Dank, Raphael, nochmals an meine Stelle. Du siehst, ich bin ein Vollblut-Fan von Fribourg-Gotteron geworden. Ich habe hier sogar die Nummer 1. Ihr habt mir das sogar geschenkt. Ganz herzlichen Dank nochmals für das. Und lass uns doch einmal einsteigen. Genau, auch Wolfgang sieht hier beautiful aus. Ja. In diesem schönen Sonnenschein, den wir hier haben, mit diesen Scheinwerfern. Gehen wir vielleicht auf das nächste Thema ein, Raphael. Du magst dich noch erinnern, im November 2018 haben wir zusammengesessen und haben mit deinem Management-Team
die ersten Workshops durchgeführt, die Ideen gesammelt etc. Was waren da noch neben der ganzen IT-Herausforderung, die weiteren Herausforderungen, die du persönlich siehst, wo wir angegangen haben und eben auch analysiert haben, wie wir dieses Projekt starten können? So, das war wirklich ganz, ganz wichtig, dass auch alle beteiligten Leute, das heißt auch die Leute, die dann schlussendlich in den verschiedenen Bereichen arbeiten, mitmachen in diesem Projekt, in der Entwicklung, weil man muss in so einem Projekt alle an Bord haben, oder? Und es ist wichtig, dass die Leute, die dann schlussendlich beschäftigt sind für verschiedene Themen, auch beteiligt sind und können mitmachen und auch zusammen entscheiden. Und wie ich das auch vorher schon erwähnt habe, war das ganz wichtig, dass wir unsere Bedürfnisse genau definieren, weil das ist auch so, dass in einem Unternehmen gibt es Jahr nach Jahr Änderungen, gibt es Entwicklungen, gibt es Sachen, die man macht, vielleicht nur, weil die anderen das machen oder in andere Sachen sind wir innovativ. Aber das war wirklich eine sehr gute interne Übung, die wir durchgeführt haben, weil das macht man auch nicht oft, sich selber zu fragen, was machen wir und was wollen wir und wohin wollen wir, oder? Und es war ganz, ganz wichtig vom Anfang an. Und ich denke, dass die Hauptsache war auch diese Verständnis, wo wir in dieser Partnerschaft vom Anfang an gehabt haben. Und niemand hat uns gesagt, ihr solltet das so oder so oder so machen. Aber man hat uns immer gefragt, wie wollt ihr was machen? Und da konnten wir wirklich entscheiden und den Weg zeigen. Mhm. Ganz herzlichen Dank auch nochmals hier nochmals für das ganze Vertrauen, Raphael, und in das ganze Management-Team, denn wir hatten Workshops gemacht mit Gastro, mit Ticketing, mit Merchandising, mit Marketing, mit Hospitality, alle diese Themen, die ganze Infrastruktur, und haben mal versucht zu analysieren und zu adaptieren, wo geht die Reise hin, damit wir eben eine tolle digitale Arena bekommen. Und natürlich, darum habe ich auch dieses Leibchen an hier, eine tolle Fan-Experience bekommen letztendlich. Und zu dieser tollen Fan-Experience gehört natürlich auch ein tolles Stadion, das ihr da gebaut habt. Und mich würde ganz speziell, Raphael, interessieren, was habt ihr gemacht mit den Stehplätzen? Mal erste Frage, dann die zweite Frage. Da steht irgendetwas, Büvette, für die einen heißt das Food Corner, in Deutschland heißt das, glaube ich, Kioske, wo man sich da irgendwie eine Pommes und das Bier abholen kann. Aber da steht noch irgendwie das Wort Fastline da drin. Und die dritte Fragestellung ist noch, was habt ihr Spezielles überlegt beim Bau dieses neuen Stadions, um eben die Fan-Experience zu erhöhen mit den Dine-and-View-Plätzen bei euch da in der wundervollen Drachenarena, in diesem Hexenkessel BCF? Also vielleicht Punkt 1, was Stehplätze betrifft. Es ist so, dass die Markt entwickelt sich, die Erwartungen von den Zuschauern erhöhen sich auch, oder? Und es gibt diese Entwicklung, das ist so, weniger Stehplätze in den neuen Stadien. Aber die Stehplätze sind immerhin enorm wichtig. Aber wie gesagt, haben wir weniger heute als früher, aber dafür, klar, mehr Sitzplätze. Es braucht aber diese Stehplätze, weil diese Leute bringen auch die Stimmung ins Stadion, und es ist für uns Club enorm wichtig, wenn man auch zum Beispiel sieht, dass ZSC Lions, wo bis jetzt immer im Hallenstadion gespielt hat, ohne wirkliche Stehplätze ein neues Stadion baut. Und da gibt es dann auch Stehplätze. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und hoffen wir, dass diese,
diese Plätze auch wieder ab nächste Saison 2021-2022 benutzbar sind. Ich komme vielleicht zu deinem View zuerst und dann komme ich dann zum dritten Punkt. Ja. Deinem View ist ein, muss ich sagen, ein Trend, aber das ist wirklich so, dass wir müssen verschiedene Erfahrungen, Experience anbieten können. Und es gibt im Sport immerhin traditionelle Produkte, aber es braucht auch neue Produkte. Und das zum Beispiel DineView ist so etwas. Es kombiniert Gastronomie und Hospitality, wo dann auch die Leute eine Fondue essen können während dem Spiel. Und es ist sicher etwas, wo gesucht ist. Und das war so, dass wir hatten eigentlich fast alles ausgebucht, alles ausverkauft für die Saison. Leider konnten wir diese DineView-Offerte nicht einmal eröffnen für die Saison 2021. Aber das kommt dann wieder. Speziell allgemein im Stadion kannst du vielleicht nochmals die genaue Punkt deiner Frage, Daniele. Genau, also es geht vor allem um diese Food Corners und vor allem, was wir da gemacht haben, also, mit der Fastline. Ja. Es ist für uns ganz wichtig. Bis jetzt hatten wir so die Erfahrung, dass die Leute konsumieren bei den Pausen und Punkt Schluss. Für uns war ganz wichtig, dass die Buvette wirklich einfach und von überall und für alle Zuschauer erreichbar sind und dass die Leute auch, und das ist dann verbunden mit Screens, das heißt LED-Screens und andere Bildschirme, dass sogar, wenn das Spiel sich verläuft, dass die Leute trotzdem an die Buvette gehen können, damit wir auch dann der Umsatz steigen können, weil es geht auch schon um Umsatz. Und der spezielle oder Spezifizität, wo wir entwickelt haben, das ist in vielen anderen Geschäften oder Restaurantbetriebe, werde ich nicht nennen, aber sehr bekannt. Man kann via die App, wo wir zusammen mit HP entwickelt haben, die Produkte bestellen und bezahlen. Und dann gibt es bei jeder Buvette gibt es ein Fastlane, wo die Kunden nicht anstehen müssen zum Bestellen und zu bezahlen, aber einfach nur zum Abholen. Und das ist sicher etwas, wo sich noch entwickelt wird. Heute haben wir in jeder Buvette ein Fastlane vorgesehen, bei drei Kassen pro Buvette. Vielleicht gibt es in 5 Jahren 2 Fastlane und so weiter. Aber alles ist gemacht, dass die Leute oder dass es für die Leute so einfach und so schnell wie möglich ist, zu konsumieren. Also das heißt zusammengefasst, danke vielmals, Raphael, dass ich von meinem Sitzplatz aus die Bestellung, mein Bier und mein Pommes bestellen kann, Wartezeiten verkürzen, um eben hier auch eine Umsatzsteigerung zu generieren, die es eben erlaubt, hier mit dem ganzen Gastrobetrieb eben noch mehr umzusetzen, und das ist die Zielsetzung. Ganz herzlichen Dank, Raphael, dazu. Dann vielleicht auch noch etwas, was wir gemeinsam gebaut haben, auch mit Raphael. Wir sind nämlich da mit dem Management-Team zusammengesessen und haben mal definiert, wie sollte solch eine Strategie aussehen. Und in der Mitte aller Aktivitäten, und weil eben Fribourg-Gottrau keine IT-Kompetenz hatte, tiefe IT-Kompetenz, haben wir die Fan-Experience und überall, über alle Themen, die wir auch mit dem Management, mit dem Verwaltungsrat gesprochen haben und auch mit dem Raphael, haben wir diese Fan-Experience in den Mittelpunkt gestellt. Denn wenn ich als Fan Freude habe, wenn ich als Fan den Plausch habe, hier dieses Eishockey-Spiel mitzuverfolgen, dann bin ich auch ein Loyal. Dann erzähle ich das Wolfgang, dann erzähle ich das meinen Kollegen weiter und bringe sogar Familien und die ganze Next Gen mit diesen großen Freizeitangeboten bringe ich eben ins Stadion rein. Und das ist genau die Zielsetzung. Aber natürlich, ein Club wie Fribourg-Gottrau muss auch Geld verdienen. Und das ist die Fragestellung. Wenn man die Fan-Experience in den Mittelpunkt stellt, dann erreichen wir das. Wolfgang, hast du da noch
eine Ergänzung dazu? Nein, ich bin völlig deiner Meinung. Es ist okay. relativ wichtig, dass die Fan-Experience und das Experience im Stadion wichtig ist. Und was wichtig ist auf dieser ganzen Reise, Herr Raffaele hat es erzählt, es gibt ja verschiedene Player, die in einem Stadion etwas verkaufen wollen. Und hier in diesem Modell haben wir Hewlett Packard Enterprise, der Oberste, der einen Hut anhat. Und alle diese Partnerfirmen, die erfolgreich dieses Projekt umgesetzt haben, die sind da. Ich bin einer davon, aber Daniele kann erzählen, es hat andere. Raffaele weiß es auch. Aber zusammen haben wir das geschafft. Und dank Hewlett Packard Enterprise und dank dem Okay von Raffaele. Ja. Raffaele, ich weiß doch, wir haben dieses Bild ausgedruckt und du hast dir das ein A4 oder A3-mäßig dir da ins Office gepostet, quasi als Bild, damit jeder, der da reingekommen ist, immer diese Strategie verfolgen konnte. Ganz herzlichen Dank auch für dieses Commitment. Ganz herzlichen Dank, dass wir mit dem Management-Team diese Strategie bauen durften. Hast du noch eine Ergänzung, Raffaele, dazu? Nein, also ich denke, das war wirklich eine, wie ganz am Anfang gesagt, eine große Herausforderung. Und wenn ich auch höre, was die Leute vor mir gesagt und die Themen, wo angesprochen waren, dann habe ich auch das Gefühl, wir haben vieles Richtiges gemacht. Es gibt klar Verbesserungspotenzial, wie immer. Aber ja, ich denke, wir haben den Zug nicht verpasst. Wir sind jetzt im Zug. Vielleicht sind wir jetzt in der zweiten Klasse und können noch irgendwie in die erste Klasse gehen. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass wir auf so eine Partnerschaft zählen konnten für so ein Projekt, das ja, für ein Leben gilt oder mindestens wirklich für ein großes Stück im Clubleben. Okay. Ja, ganz herzlichen Dank, Raffaele. Und ich glaube, wir sind nicht in der zweiten Klasse mit Fribourg-Gottéron, sondern ihr seid Weltmeister. Denn wenn man die Studien anschaut, wie viel dass man überhaupt von seinem Sitzplatz aus irgendwie Gastro- und Menübestellungen machen kann, dann seid ihr definitiv die Weltmeister in dieser Kategorie. Ganz herzlichen Dank nochmals für das. Kommen wir aber jetzt ein bisschen... Wir haben sehr lange jetzt nicht über IT und Digitalisierung, digitaler Arena gesprochen, sondern was wir angeboten haben und gemeinsam mit Fribourg-Gottéron erarbeitet haben, ist unsere Plattformlösung, die wir eben Intelligent Venue as a Service nennen. In dieser Intelligent Venue as a Services haben wir 16 Partner integriert und wir als Generalverantwortlicher oder General Contractor, wir managen alle diese Partner. Und ein ganz wichtiger Puzzleteil war natürlich auch hier Wolfgang Klein mit seiner Firma Klein Computer System AG, wo wir gemeinsam eben diese Services aufgebaut haben. Wir haben mit Fribourg-Gottéron nie über IT gesprochen. Wir haben nur über Business Cases und Services gesprochen. Was ist der Business Outcome? Welche Business Cases wir zu erarbeiten haben? Und wie ihr seht, wir haben von der Fan-App über die Event-App haben wir alles gebaut. Wir haben sogar eine Covid-App integriert, wo wir die ganze Traffic-Analytik, so wie wir es hier auch mit diesem Chip gemacht haben, eben auch im Stadion machen können, das approved wurde mit den kantonalen Behörden oder in Deutschland heißt das Bundesbehörden. In der Schweiz ist das der Kantonsarzt. Haben wir das miteinander abgesprochen und approved, damit wir eben, wenn ein Fall da ist, dieses sofort übergeben können. Wir haben integriert das ganze Ticketing-System. Wir haben mit Ticketcorner, wir haben Gastro mit TCPOS integriert. Wir haben Indoor-Navigation mit unserer hauseigenen Lösung von Aruba integriert, damit man eben auch barrierefreie Wege findet. Vor allem, wenn man handicapiert ist, rollstuhlfähige, wenn man mit dem Rollstuhl unterwegs ist, damit man hier eben schnell zu seinem Sitzplatz findet. Dann, was wir weiterhin gemacht haben, ist auf der Plattform, braucht es natürlich auch noch Services. Und bevor dass ich zu denen komme, möchte ich noch über dieses Livestreaming sprechen. Denn Livestreaming geht bei uns ein bisschen weiter als bei der LED, gell, Raffaele? Denn wir streamen live
bis in den Toilettenbereich darin. Und das ist die große Herausforderung, die wir gehabt haben. Und wir haben auch noch Video on Demand. Das heißt also von Australien, ich kann mein Couch-Potato machen, kann den Junioren zuschauen, natürlich nicht den Profi liegen, weil das sind nur die Fernsehrechte, die da eine Rolle spielen. Alle diese Dinge haben wir hier gemacht. Dann vielleicht noch hier etwas zu, was wir auch gemacht haben, was Raphael gesagt haben. Hewlett Packard Enterprise hat auch eine Bankenlizenz. Wir finanzieren das ganze Konzept mit dem Intelligent Venue as a Service. Das heißt, dass hier ein klarer Investitionsplan, ein Budgetplan gemacht werden kann. Wir haben ermöglicht, dass auch Fribourg-Gottéron die ganze Cashflow-Geschichte in einem positiven Licht darstellen konnte und somit eben auch hier eine Risikominimierung erreicht wurde, auch über die ganze Finanzierung, die wir gemacht haben. Und Finanzierung heute ist immer, entweder ich gehe zur Bank oder ich suche mir irgendeinen Sponsor oder einen Investor. Wir können hier heute Ihnen, auch während der Covid-Zeit, was wir angeboten haben, ein 0% Leasing für Fribourg-Gottéron, für die ganze Finanzierung haben wir offeriert. Das ist sicherlich einmalig, wenn man weiß, was andere Banken teilweise für Zinsen hier verlangen. Und das Billing, das ist der eine Teil. Dann vielleicht noch ganz kurz, ich weiß, ich bin am Ende, ich überziehe immer. Das ist leider so, darum habe ich hier auch so eine Nummer 1-Shirt an, gell Wolfgang? Hier geht es eigentlich darum, Ihnen den Kunden, den Fußballclubs, den aufzuzeigen oder auch vor allem dem Eishockey-Club, wie wir das in Fribourg-Gottéron gemacht haben, dass wir einen Irrgarten definiert haben. Wo ist der Startpunkt? Der fängt nämlich an, was will ich mit der Fan-Experience machen? Was will ich mit IoT machen? Was will ich mit der Cloud machen? Wie bringe ich das alles zusammen? Auf einer Plattform, wie manage ich das? Inkludiert der ganze Payment-Service-Anteil, den man nicht vergessen darf, damit der Fan easy jede Bestellung hier auslösen kann, direkt über die Fan-App. Und letztendlich geht es darum, konsumieren. Ich bin nämlich auch für die Next-Gen, für Silver Age, für Baby-Boomers, so eine wie ich eine bin, aber meine Töchter, Next-Gen, mit dem Handy aufgewachsen, die wollen genau das, was wir am Anfang gehört haben, Social Media, YouTube, Facebook. Es muss einfach fancy und Gamification aussehen, dann ist das cool. Auf der anderen Seite dürfen wir nie vergessen, wir haben noch ältere Leute und wir haben Leute in unserem Alter, die jung geblieben sind, wie der Wolfgang und ich und der Raphael natürlich, das werden wir auch so bleiben. Und in diesem Sinne sage ich mal ganz herzlichen Dank, Wolfgang, und übergebe dir zum Schlusswort. Raphael, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Es macht riesen Spaß weiterhin, weil wir haben noch eine Zeit, wo wir miteinander dieses Stadion mit Innovationen für besseren Fan-Experience beglücken dürfen. Herzlichen Dank, Raphael. Danke sehr. Auch von meiner Seite, Raphael, ganz herzlichen Dank nach Fribourg. Ich weiß, du hast immer viel zu tun, aber du bist immer bereit, anderen Leuten zu erklären, was ihr erlebt habt. Und auch herzlichen Dank an Daniele. Er hat viel, viel Zeit investiert in dieses Projekt, genauso wie du. Und was mir wichtig ist, das Schlusswort. Viele Leute, die jetzt zuhören, aus der ganzen Welt, kann ich fast sagen, man ist ja heute überall, kann man das Ganze streamen. Überlegt euch, was wollt ihr in Zukunft tun? Ich bin nicht Hewlett Packard Enterprise. Ich bin ein Partner, seit über 40 Jahren mache ich IT. Aber überlegt, ob ihr 20, 30 verschiedene Partner nehmen wollt und in ein digitales Abenteuer einsteigen wollt. Oder ob ihr sagt, ich weiß, Fribourg-Gottéron war gut, Tottenham, Levi's Stadion, Hewlett Packard Enterprise hat die digitale Experience und sie bringt alles zusammen. Und Raphael kann am Ende des Tages ruhig schlafen. Ich weiß, es hat noch Probleme gegeben wegen dem Stadion, keine Zuschauer und. Und ich kann euch sagen,
Hewlett Packard Enterprise zusammen mit Fribourg-Gottéron hat eine Lösung gefunden. Wir müssen nicht sagen, was es ist, aber er hat eine Lösung gefunden und das finde ich cool. Danke vielmals.